Und hier sieht man ein Autoradio mit einer sogenannten ARI-Taste. Wenn man die gedrückt hatte, bekam man nur noch Sender, die auch Verkehrsfunk empfangen. Und dieses ist bereits ein Gerät mit einem sogenannten Super-Arimat. Die waren dann so, dass man das Radio leise drehen konnte, wenn einem das Programm vielleicht nicht gefiel oder man gerade eine andere Unterhaltung führen wollte. Und nur wenn eine Verkehrsnachricht kommt, wurde das durch die Durchsagekennung laut geschaltet. Wissen Sie was, Herr Bregers? Also gerade decken Sie ein Mysterium aus meiner Kindheit auf. Ich bin mit meinen Eltern immer im Bayerischen Wald in Urlaub gefahren und mein Bruder und ich, wir haben darauf bestanden, an der Stelle, Entschuldigung Mama, Papa, das tut mir sehr leid, wir haben darauf bestanden, die Kassette Benjamin Blümchen als Pilot zu hören, ja, in Dauerschleife natürlich. Und ich habe mich immer gewundert, wie dieser Mann im Radio das geschafft hat, dass die Kassette anhält oder mein Papa jedes Mal so fix war, dass er um halb und um ganz umgeschaltet hat. Das heißt, er hat da gar nichts gemacht, sondern es war einfach dieses... Das hat das ARI-Signal gemacht. Die Durchsagekennung hat die Kassette gestoppt und das Radio eben umgeschaltet, dass man die Meldung hören konnte. Wahnsinn. Und nach dem Ende der Meldung geht natürlich die Kassette weiter. Ich glaube, es waren immer die schönsten 2,5 Minuten für meine Eltern auf der Autofahrt, wenn dieses Ding da angesprungen ist. Ja. Das ist ja toll. Super Arimat. Wer findet denn solche tollen Namen dafür? Waren Sie das auch? Oder? Das hat Blaupunkt gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Okay.